Locker, guter Typ. Vorbild für alle Angels. Beeindruckend, dass es heutzutage noch Leute gibt, die ihr Leben so leben, wie sie es wollen. Wenn ich etwas in meinen mehr als 40 Jahren im Club gelernt habe, dann ist es dies. Freiheit ist nicht billig zu haben. Als Kämpfer muss man Trauer und Schmerz ebenso kennenlernen wie Freude und Einsamkeit. Der Mann aus Amerika ist ein Star. Sein Buch, ein Bestseller, Nummer 1 im deutschen Europa-Verlag. Er war der Mann der Hells Angels in Amerika. Und war wohl noch ein ziemlich wilder Vogel. Wir von den Hells Angels unterscheiden uns von allen anderen Motorradfahrern. Durch unsere Maschinen und die Art und Weise, wie wir sie fahren. Das ist für uns eine sehr wichtige Sache. Unsere Bikes, das sind wir. Das wissen wir, das wissen die Bullen und alle anderen sollten das auch wissen.